Die Firma EHAT ist seit 1922 am Markt tätig. Unser Team setzt sich aus fast 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen und wir sind in über 35 Ländern international vertreten. Mein Name ist Jo-Steffen Reuter, ich bin Director Production hier im Werk Adolf Böll. Wir teilen uns auf in einen Bereich im klassischen Baugewerbe, Bauindustrie, Befestigung und Verbindungstechniken für den anderen Bereich Industrie. Sie finden uns im Bereich Automobil, Elektro sowie auch in Dachwand-Fassadenbereichen, sodass wir immer für eine gute Verbindung stehen und hohe Qualität. Die IoT bietet für uns eine neue Möglichkeit. Wir begreifen sie als Werkzeug für Transparenz über mehrere Systemgrenzen hinweg. Wir sprechen von Betriebsdatenerfassung, von MES- und ERP-Systemen, aber die IoT verbindet alles und zeigt uns Daten und selbst einzelne Sensoren in voller Transparenz. PDS Vision hat EHAT bei der Einführung der IoT-Plattform unterstützt. Die entstandenen Lösungen ermöglichen es, den Zustand und auch die Leistungen von Produktionsmaschinen in Echtzeit zu überwachen und natürlich auch Abweichungen von normalen Betriebszuständen zu erkennen. Mein Name ist David Grönert, ich bin technischer Administrator der IoT-Plattform hier bei EHAT und zusätzlich leite ich auch noch die Projekte rund um das Thema IoT. Die Lösung verbessert zum einen die Effizienz und natürlich auch die Produktivität von solch einer Anlage. Und zum anderen hilft es uns natürlich auch, unnötige Wartungskosten und Ausfallzeiten zu reduzieren. Die Lösung hier am Standort, an dem ich mich befinde, betrifft in etwa 40 Mitarbeiter aus der Produktion und Fertigung. Digitale Transformation betrifft jeden bei EHAT und ist nicht in einer einzelnen Abteilung verankert. Mein Name ist Andreas Fey, ich bin Manager für Digitalisierung und ein Treiber der Digitalisierung bei der Firma EHAT in Bad Berleburg. Wenn man so ein großes Thema angeht, dann braucht man jemanden, der einen dabei unterstützt, der Expertise hat, der die Branche kennt, der die Industrie kennt, der Anwendungsfälle kennt und sicher auf dem Gebiet ist. Und im Bereich IoT haben wir PDS Vision als diesen Partner gefunden. Die haben im Projekt mit uns sehr viel eigenes Know-how eingebracht. Was aber wahrscheinlich viel wichtiger ist, sie haben uns dabei geholfen, eigenes Know-how aufzubauen. Die Zukunftspläne sind, dass wir die IoT-Plattform auf weitere Standorte und weitere Produktionsbereiche ausweiten werden. Dann haben wir als zweiten Punkt ein Informationsnetzwerk mit auf der Agenda. Das soll die Zusammenarbeit zwischen Teams und Abteilungen verbessern. Und als dritten Punkt, wir werden uns aktiv mit dem Thema Predictive Maintenance beschäftigen. Daraus ergeben hat sich jetzt eine klare Strategie, dass wir bei EHAT weiter an künstlicher Intelligenz und an Datennutzung, Nutzung von IoT-Plattformen weiterarbeiten werden. Abschließend kann man eigentlich zusammenfassen, dass Datennutzung und IoT kein Hexenwerk sind. Man muss halt nur damit anfangen.